Hallo YouTube, hier spricht die Stimme der Hauptstadt, I'm Assassin hier und heute habe ich für euch eine 6 gegen 6 Team Deathmatch Assault Mob auf der Map Interchange. Endscore ist Flawless 41:0 und ich möchte in diesem Video ein wenig darüber reden, warum ich denn den Bolt-Clan verlassen habe, beziehungsweise warum sich denn der Bolt-Clan dann auch insgesamt aufgelöst hat und ich mich bei Xbox Live wieder in meinen alten Gamertag I'm Assassin umbenannt habe, der ja auch, oder beziehungsweise nachdem ja auch mein YouTube-Channel benannt ist, und das wäre auch schon einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, aus dem Bolt-Clan noch rauszugehen, bevor er sich dann, ich glaube, eine Woche später oder sowas, ja, endgültig aufgelöst hat. Das ganze Ding an der Stelle ist, ich habe halt immer wieder so das Problem gehabt, dass man, wenn man zwei verschiedene, sage ich mal, Namen hat, also einmal Boltix Agony und zum anderen I'm Assassin bei YouTube, dass es da teilweise schwierig ist, irgendwie so eine gewisse Verbindung auch herzustellen. Und deswegen finde ich es doch ganz cool, dass ich das jetzt wieder geschafft habe, indem ich mich eben wieder umbenannt habe. Und muss auch ganz ehrlich sagen, der Gamertag, den ich jetzt wieder habe, I'm Assassin, gefällt mir an sich auch persönlich besser als Boltix Agony. Einfach so vom Optischen her. Aber das war sicherlich nicht der einzige Grund, warum ich dann den Bolt-Clan verlassen habe. Ich muss mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bedanken beim gesamten Bolt-Clan-Team. Das war eine richtig geile Idee und auch eine richtig geile Zeit. Natürlich gab es immer wieder ein bisschen Stress und klar, sowas gehört dazu. Und wir hatten auch immer wieder Probleme, auch im Clan. Aber ich glaube, darüber kann man hinwegsehen, denn insgesamt war es eine echt coole Idee und wir hatten echt einige Spieler in unserem Clan, die wirklich richtig gut waren oder immer noch richtig gut sind. Und ich glaube, davon hat unser Clan dann auch profitiert und ist nicht nur national zu einer wahren YouTube-Bekanntheit geworden, sage ich mal, sondern auch international haben wir so ein bisschen Erfolg verbuchen können. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Zeichen dafür, dass wir nicht unbedingt so schlecht dastehen mit unseren Gameplays. Natürlich waren wir immer so ein bisschen, gerade am Anfang von MW3, ja, Spawn-Trap-Clan verrufen. Allerdings, ich glaube, diese Aussage kann man ganz gut widerlegen, wenn man sich einfach nur anschaut, wie viel Spielzeit oder beziehungsweise wie die Anzahl der Kills in den einzelnen Spielmodis aussieht. Ich habe, glaube ich, bei Sprengkommando um die 4000 Kills und bei Herrschaft um die 50.000 Kills. Also ich glaube, da sieht man dann doch schon ganz gut, welchen Spielmodi ich da häufiger spiele. Und bei meinen Clan- oder ehemaligen Clan-Mitgliedern sieht es ähnlich aus. Und ich habe auch insgesamt noch ein richtig gutes Verhältnis zu allen Clan-Mitgliedern, also, weiß nicht, jetzt zum Beispiel mal genannt, Boltix Casual, mit dem, hänge ich wirklich noch die ganze Zeit rum. Oder auch Boltix Energy, Razer, kommt ja nicht mehr online, oder ganz, ganz selten nur noch. Aber insgesamt habe ich echt noch zu den meisten Clan-Mitgliedern, Ex-Clan-Mitgliedern, ein richtig gutes Verhältnis. Und ich denke, das ist auch wichtig. Ich denke, so der Clan hat an einigen Stellen natürlich ein bisschen was kaputt gemacht. Deswegen gab es auch immer wieder Stress. Aber ich denke insgesamt, hat das doch auch irgendwo gezeigt, wer dann so ein bisschen teamfähig ist und wer da irgendwie ja nicht so ganz reinpasst. Und ich glaube, gerade die bis zum Ende geblieben sind, waren dann auch die Spieler, die spielerisch vor allem am meisten drauf hatten. Und die vorher rausgegangen sind, waren jetzt nicht unbedingt die Spieler, die man wirklich so im Clan haben müsste, sage ich jetzt einfach mal so an der Stelle. Und ich denke, was kann man noch sagen, warum sich dann der Clan im Endeffekt aufgelöst hat? Das war einfach so, ich habe schon angesprochen, Razer war sehr, sehr inaktiv, auch unser anderer Clan-Leader Rice hat sich kaum noch blicken lassen. Auch Spieler wie der Boltix Joker haben das Xbox-Spielen so ein bisschen vernachlässigt, will ich es an der Stelle mal einfach so nennen. Und ich denke, deswegen war einfach nicht mehr so dieses Clan-Gefühl einfach da. Es waren selten Clan-Mitglieder online. Und ich glaube, deswegen ist es dann auch verständlich, wenn man dann irgendwie einen Schlussstrich drunter zieht und die letzten verbliebenen Clan-Mitglieder, Casual und Energy, sage ich mal so, die da wirklich noch auch häufig zusammengespielt haben, die sind jetzt in den AMP oder AMP-Clan gewechselt. Das ist ein amerikanischer Clan, wenn ich mich nicht irre. Und deswegen ist dann sozusagen auch da der letzte größere Bestandteil weggebrochen. Ich denke aber, das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir trotzdem immer noch uns sehr, sehr gut verstehen. Und ich glaube, das ist auch an der Stelle wichtig. Und ja, jetzt habt ihr hier sozusagen die Auflösung, was denn so mit dem Bolt-Clan passiert ist. Und deswegen wird es dann auch in Zukunft nur noch mein Intro, hier spricht die Stimme der Hauptstadt, I'm Assassin hier geben. Und Boltix Agony wird sozusagen Geschichte sein. Und ja, an der Stelle ist das Gameplay dann auch zu Ende. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.